Herzlich willkommen bei meinem 13. Grundkompetenzen Grundlagen-Video zu Windows. Und da geht es heute um sogenannten Windows-Einstellungen und wie du die mit einer Tastenkombination aufrufen kannst. Das geht ganz einfach mit der Windows-Taste und I. Und dann bekomme ich hier diese Windows-Einstellung, wo ich dementsprechend hier zum Beispiel Updates installieren kann, Apps anschauen kann, deinstallieren kann. Einen anderen Weg kennst du vielleicht, wenn ich die Windows-Taste drücke, dann öffnet sich das Startmenü und dann gehe ich hier auf Einstellungen und dann würde genau dieses Menü hier auch aufgerufen werden. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Kurzvideo.